Hey, feel I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a stick up. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, mal wieder gibt es ein kleines Training für euch und heute nicht wie gewohnt in meinem Home-Gym, sondern im Gym aller Gyms, das Gym in Wien. Das Intelligent Strength, auf jeden Fall eine sehr, sehr beachtliche Sache, was die Gründer hier geleistet haben. Also es ist wirklich ein wirklich, wirklich geiles Gym. Und wir hatten die Ehre, heute ein richtig gutes Training für euch abzutrainieren. Dabei haben wir uns überlegt, wir machen nochmal ein Beintraining, denn Beine sind bei den meisten Leuten meiner Meinung nach ein bisschen falsch trainiert, beziehungsweise die machen da einfach zu viele Fehler. Und dementsprechend könnt ihr jetzt in diesem Video lernen, wie drei Natural Bodybuilding Pros Beine trainieren, warum wir das Ganze so machen und was das Ziel auch hinten dran war. So, jetzt geht's erstmal los. Also, wir haben den Tag begonnen an diesem Tag mit einer Leg Extension beziehungsweise mit einer Seated Leg Curl Maschine und einer Seated Leg Extension Maschine. Das bedeutet einmal beim Beugen im Sitzen und einmal beim Strecken im Sitzen. Persönlich habe ich das Ganze nacheinander gemacht. André hingegen hat es zum Beispiel im Supersatz gemacht, weil er einfach mag, so dieses antagonistische Training, relativ schnell erstmal viel Blut in den Muskel pumpen, sowohl auf der Vorderseite der Oberschenkel als auch auf der Rückseite der Oberschenkel. Ja, und wie gesagt, auf jeden Fall hier erstmal drei Sätze an dem Seated Leg Curl, an dem sitzenden Bein Leg Curl. Und man muss sagen, die Übung vor beispielsweise einem ADL von einer Kniebeuge zu machen, kann unter Umständen definitiv Sinn machen, also mit so einer kleinen zielgerichteten Vorermüdung zu arbeiten. An diesem Tag haben wir die Maschine vorgeschoben, um uns einfach auch so ein bisschen das Warm-up in ungewohntem Setup zu ersparen. Das bedeutet, wenn wir jetzt an dem Tag beispielsweise gesquattet hätten frei, dann wäre das natürlich auch so eine Möglichkeit gewesen, um erstmal so ein bisschen in das Training reinzukommen. So, du hast oder wir haben neue Eindrücke gehabt und so weiter und so fort. Und das war definitiv eine gute Sache. Hier angefangen, um die Hamstrings schon mal voll zu vermüden, und zwar in der verlängerten oder in der lengthen Position so genannt. Das bedeutet, die Hamstrings sind über die Hüfte nicht angenähert, sondern sie bleiben in einer Hüftbeugung, und dort ziehen wir dann alleine über das Kniegelenk in die voll verkürzte Position über das Kniegelenk rein. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um wie gesagt die Hamstrings zu trainieren. An diesem Tag gab es drei Sätze mit ungefähr 10 bis 15 Wiederholungen. Das Ganze, wie ihr seht, sehr, sehr kontrolliert. Danach gab es eine Seated Leg Extension Maschine, und zwar haben wir an dem Tag auch wieder drei Sätze gemacht, ungefähr 10 bis 15 Wiederholungen. Der erste Satz hat, also der erste Arbeitssatz, dient im fremden Gym immer so dazu, dass man erstmal von den Wiederholungen sich ein bisschen weiter oben ansiedelt und dann die beiden Back-Off-Sätze ein bisschen niedriger. Das hat einfach den Grund, dass man sich bei fremden Maschinen oftmals erstmal so ein bisschen rantasten muss, wie stark ist man überhaupt in der Maschine. Und da kann man das sich auf jeden Fall sehr, sehr gut zu Nutzen machen. Auch 10 bis 15 Wiederholungen. Hier mit einer kleinen Tempo-Variante bei meinem Training. Und zwar gehe ich statt 2 bis 3 Sekunden in die Exzentrik, also Last nach unten, halte ganz kurz und gehe dann in die Konzentrik wieder auch sehr, sehr kontrolliert rein, arbeite also mit so ein bisschen Tempo. Dann als nächste Übung an dem Tag, und zwar ist das die heilige Hex Squat aus dem Gym von Elite FTS. Ich bin mir nicht sicher, wir müssen nochmal gucken. Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Maschine. Und die führen wir an dem Tag reverse banded aus. Das bedeutet, wir spannen uns Widerstandsbänder so, dass wir die untere Position der Bewegung erleichtern. Das bedeutet, wir kommen unten am exzentrischen Umkehrpunkt relativ gut raus, da das Gewicht dort weniger Last hat, weil das Band maximal gespannt ist. Und dann, umso weiter wir in diese voll verkürzte Position auch nochmal von dem Quadrizeps kommen, umso mehr Last liegt dann letzten Endes auf den, auf den Beinen, auf den Oberschenkeln. Und so können wir eben diese voll verkürzte Position auch nochmal ein bisschen betonen in dem Moment. Dann als nächste Übung gab es die Beinpresse. Und zwar haben wir da eben bei der Reverse Hex Squat auch nochmal drei Sätze gemacht, circa 8 bis 12 Wiederholungen.
und in dem nächsten Satz hier bei der Beinpresse oder bei der nächsten Übung haben wir ungefähr zwei Sätze à 15 bis 25 Wiederholungen gemacht, um nochmal ordentlichen Pump in die Quads zu bekommen. Da wir gemerkt haben, die Seated Leg Extension, die war doch schon wirklich sehr, sehr schwer in der voll verkürzten Position und es ist uns da ein bisschen schwer gefallen, wirklich in die maximale Streckung reinzukommen, das Ganze kontrolliert zu machen, und deswegen haben wir hier nochmal einen kleinen Pump nachgeholt. Zwei Sätze, wie gesagt, 15 bis 25 Wiederholungen, ging auch sehr, sehr gut, kardiovaskulär gar keine Probleme gehabt an dem Tag, also kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr eine gute Beinpresse habt, auf Reps manchmal zu trainieren, macht sehr, sehr viel Spaß, es ist eine sehr, sehr gute Mind-Muscle-Connection, die man da kriegen kann, insbesondere wenn man versucht, eine sehr große Range of Motion, also einen großen Bewegungsumfang mitzunehmen. Und genau, das war's dann an dem Tag auch mit der Glutarbeit, mit der Quadarbeit. Und dann sind wir an dem nächsten Tag auch schon, in der nächsten Übung mehr auf den Glut übergegangen. Das bedeutet, wir haben versucht, den Gluteus Maximus über die Hüftstreckung jetzt zu trainieren. Und das hatten wir vorher in dieser Art und Weise noch gar nicht drin. Also normalerweise, ihr kennt es von mir, dass ich immer mit einem Hip Hinge eigentlich so eine Einheit starte, insbesondere bei einem Pull-Ganzkörpertraining. An dem Tag haben wir allerdings die Einheit mit einem Seated Leg Curl begonnen, sodass wir erstmal die Hamstrings trainiert haben. Der Glute dabei aber noch nicht so trainiert wurde, wie er normalerweise bei einem Hip Hinge, also bei dieser Hüftstreckung und Hüftbeugung trainiert wird. Ja, so dementsprechend jetzt als fünfte Übung an dem Tag, ja, ein Glute Drive von Nautilus, eine sehr, sehr geile Maschine. Also wer die Möglichkeit hat, an so einem Glute Drive mal zu trainieren, sollte das auf jeden Fall tun, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Und ja, dort haben wir dann nochmal drei Sätze absolviert, und zwar im Wiederholungsbereich, ja, 8 bis 12. Teilweise habe ich sogar Wiederholungen bis 15 gemacht, auch den ersten Satz wieder. Und dort hatte ich dann nach der Maschine auch einen richtig guten Pump und ein richtig gutes Gefühl im Gluteus. Und ich muss sagen, das ist eine Maschine, die mir sehr zusagt. Anderen gefällt sie wieder nicht. Also ihr müsst das Ganze mal so ein bisschen probieren, ob es bei euch gut funktioniert. Und als letzte Übung gab es dann keine Adduktoren oder keine Abduktorenmaschine, denn heute kommt nochmal ein neues Beintraining. Also steht nochmal ein neues Beintraining an, beziehungsweise die Woche steht nochmal ein neues Beintraining an, in der ich nochmal ergänzend meinen zweiten Beintag vorstelle. Das bedeutet, dort wird sich dann ein bisschen was ändern, ja, von der Übungsauswahl. Also checkt unbedingt auch das nächste Video ab. Und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst dem Video doch schon mal gerne einen kleinen Daumen nach oben da, wenn das Video euch gefallen hat. Und ja, macht auf jeden Fall die Benachrichtigungen an und abonniert den Kanal. So, jetzt geht's erstmal weiter. Letzte Übung an dem Tag waren Seated Calf Raises. Seated Calf Raises aktuell mit am Start, um ja, die Wadenmuskulatur optimal zu trainieren, insbesondere den Musculus Soleus. Ja. Und Seated Calf Raises wurden an dem Tag bei mir im Wiederholungsbereich 10 bis 15 ausgeführt. Das waren 3 bis 4 Sätze. Einer war so ein Aufwärmsatz, beziehungsweise auch schon wieder ein Satz mit sehr, sehr vielen Wiederholungen, um einfach wieder in die Bewegung reinzukommen. Erstmal ein gewisses Gespür auch für die neue Maschine zu entwickeln. Und dann habe ich nochmal 3 Arbeitssätze, 10 bis 15 Wiederholungen hinterhergebrettert. Und dann war es das auch schon mit dem Beintraining an dem Tag. Es war ein sehr, sehr gutes Training, ein sehr intensives Training und auch ein sehr langes Training. Aber es hat mir mega Spaß gemacht. Und wie gesagt, jetzt nach diesem Video wird im Rahmen von einer Woche auf jeden Fall wieder ein Video erscheinen. Also deswegen macht die Benachrichtigung unbedingt an, dass ihr das nächste Video nicht verpasst. Und dort erkläre ich euch dann auch nochmal, was ich gemacht habe, wieso ich das Ganze gemacht habe und vor allem auch, wieso sich das Ganze so ergänzt. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.